Ich grüße euch ganz herzlich, meine Lieben. SOS, himmlische Energien kommen zu uns und das dauerhaft und intensiv. Und ich glaube, wir brauchen momentan nicht mehr auf Space Weather zu schauen oder Filme von Dieter Bröers oder auf die Schumann-Frequenz, weil die Energien nicht nur zeitweise hoch sind, sondern in jedem Moment. Da kommen Informationen aus der Quelle der Liebe. Und zwar dauerhaft und in immer höher kommenden energetischen Schwingungsebenen. Und momentan sind wir höchst herausgefordert, mit diesen Energien zurechtzukommen. Und ich glaube, ihr in dieser Community, ihr könnt schon eher diese Wellen reiten, denn ihr, euer Körper, euer Geist-Seele-Konstrukt ist schon eher in einer gereinigteren Form. Und trotzdem, so geht es auch mir, ist die Energie einfach heftig. Warum? Weil sie diese Quelle der Liebe-Energien spülen aus uns jetzt alle verborgenen Gefühle hoch, die nicht zu uns gehören. Und das sind eben hauptsächlich noch diese verborgenen Ängste und einfach diese negativen Glaubensmuster über uns selbst. Und so gebe ich euch den Tipp: Drückt diese Ängste, all das, was hochkommt, auch Wut, auch vielleicht Trauer, drückt das nicht mehr weg. Setzt euch in einer ruhigen Minute oder am besten in einer ruhigen halben Stunde mal hin und seht euch diese Angst, diese Trauer, das, was hochkommt, an. Honoriert es. Akzeptiert dieses Gefühl, denn diese Energien sind wie Wesen, die euch die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar die letzten Leben schon begleitet haben. Und die wollen jetzt gesehen werden, in euer System integriert werden, angenommen werden. Genau so, wie eure in euch verborgenen, vielleicht noch verborgenen Talente und Gaben. Es ist das eine, die negativen Gefühle anzusehen, durch den Schmerz zu gehen, um Heilung zu erfahren. Aber es ist nochmal ein anderes und das ist noch viel intensiver, ich sag's euch, noch viel intensiver, die eigene Größe anzunehmen. Und natürlich, je mehr wir Altes, nicht Dienliches, nicht zu uns Gehörendes herausspülen, je mehr kommt unsere innere Größe zum Vorschein, das, was wir wahrlich sind. Und das anzunehmen, das ist eine Hausnummer. Ich weiß es aus Erfahrung, aus meiner eigenen Entwicklung. Und was möchte denn die Quelle der Liebe? Die Quelle der Liebe möchte, dass wir alle wieder da ankommen, wo wir herkommen. Einfach in dieser allumfassenden Präsenz der vollkommenen Liebe, die bedingungslos ist. Das ist eine unbändige, wilde Kraft und diese wilde Kraft, die spüren wir jetzt. Die spüren wir jetzt in dieser Zeit, wo diese Kraft immer in der Intensität kraftvoller wird. Denn diese Liebe möchte wieder in unserem System einziehen. Wohnen hier in unserem Tempel. Unser Körper ist nichts anderes als der Botschafter dieser Liebe. Und dieser Botschafter sagt uns eben, wenn etwas in diesem 70 Billionen Gemeinschaft an Körperzellen auch etwas im Ungleichgewicht ist. Na klar, wenn unsere Seele, unsere seelischen Befindlichen im Ungleichgewicht sind, dann ist auch unser Körpergemeinschaftszusammenspiel im Ungleichgewicht.
Und auch da weist uns die Quelle der Liebe über unseren Körper als Botschafter hin. Sind da Schmerzen? Ist da vielleicht Schwindel? Was zeigt sich? Zeigt sich jetzt gerade ein Bedürfnis nach Ruhe, dann gebt dem nach. Zeigt sich ein Bedürfnis nach Bewegung, dann gebt dem nach. Energien können sich höchst entfalten in euch im Augenblick der Ruhe. Und ich weiß, das ist in unserer umtriebigen, leistungsbezogenen Welt nicht einfach, dem Körper diese Ruhe zu gönnen. Aber alleine schon ein Spaziergang, eine halbe Stunde draußen in der Natur, im Wald, wirklich in der Natur, die wirkt Wunder, um euer System gerade, euer aufgewühltes System gerade in dieser Zeit zu beruhigen. Und gebt eurem Körper um Gottes Willen bitte gute, lichtvolle, hochschwingende Nahrung. Denn auch der Körper muss jetzt aus den dunklen Energien heraus. Und da geht es nicht, dass wir uns ständig mit Schweinsbraten und Knödel, vollstopfen, weil das unser Körper einfach mit dieser Schwere herausfordert. Und der will ja auch nach oben in hohe Energien. Und das ist nicht wertend gemeint. Die Quelle der Liebe, das sind höchste Energien. Und das ist auch immer, was ich zu euch sage, wenn jemand zu mir sagt, boah, wie kannst du Gott channeln? Gott ist ein Ausdruck für die Quelle der Liebe. Und so werde ich auch diesen Ausdruck Quelle der Liebe jetzt immer öfters auch in meinen Videos verwenden, denn es ist nichts anderes als dieses unglaubliche Feld der Liebe, der Information in und um uns. Es durchströmt uns. Es umgibt uns in jedem Moment des Seins. Und wenn ich Gott channele, dann ist es, dass ich einfach diese Informationen aus diesem unglaublich liebevollen, hochschwingenden Feld nehme, um an euch weiterzugeben. Und je höher wir alle schwingen, je mehr können wir durch das alle selbst. Ihr werdet mich irgendwann nimmer benötigen, weil ihr selbst all die Informationen bekommt, die eben in diesem Feld sind. Und da kann doch jeder seine eigenen Informationen herausnehmen, wenn er sie sich mit diesem Feld verbindet, aber eben hochschwingend. Nicht mehr mit Schweinsbraten und Knödel und mit Ängsten und mit negativ uns eingrenzenden Denkmustern. Mit unserem befreiten Selbst geht das. Und nur wenn wir innerlich frei sind, emotional, als auch natürlich geistig, frei von uns selbst begrenzenden Gedanken, dass wir das nicht können, dass wir zu klein sind, dass wir nicht würdig sind, was weiß ich da noch alles in unseren Systemen so schlummert, schaut da bei euch hinein. Und ja, die Quelle der Liebe sagte in der letzten Botschaft wieder, dass wir jetzt ins Neue gehen können. Das ist auch so. Aber da sind wir eben herausgefordert, nochmal totales Deep Diving zu machen und an uns zu arbeiten. Das eine bedingt das andere. Wir können nur ganz hoch gehen, wenn wir das da unten endlich auflösen. Und darauf wollte ich euch heute noch einmal explizit darauf hinweisen, weil mir geht es ja dann auch immer wieder so. Herrgott nochmal, was ist denn heute los? Und dass diese Energien nicht nur unsere Emotionalität als auch unser mentales Konstrukt herausfordert, das spüre ich auch bei mir in meinem eigenen Home hier, weil ich merke es an Bernie, der bringt seinen Blutdruck nicht nach unten. Egal wie viele Tabletten er nimmt, egal was wir unternehmen, der Blutdruck bleibt oben und meist der untere Wert.
Ich spüre es an meinen Befindlichkeiten und ich denke, ich glaube und deswegen mache ich heute dieses Video. Ihr spürt es bestimmt auch ganz heftig an Körperbefindlichkeiten. Und so ist es, wird es in dieser neuen Welt der Liebe, in diesen hohen Schwingungen immer mehr Gewichtigkeit haben, auf den Körper zu sehen, diese Fürsorge für den Körper zu praktizieren, auf den Körper zu hören, nicht nur unsere Gefühle zu beachten, sondern jetzt auch intensiv unserem Körper alles zu geben, was er braucht. Denn die Gesundheit, diese ganzheitliche Gesundheit, wird in der neuen Welt der Liebe einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Nehmt die Zeit für euch, meine Lieben. Gut, heute ist Sonntag, heute geht's ja. Aber auch unter der Woche, auch wenn es eure berufliche Situation vermeintlich fordert. Ihr seid die wichtigste Verbindung in eurem Leben. Die Verbindung zu euch selbst. Ich möchte euch einfach nur nochmal ans Herz legen, dass wenn ihr alles habt, was ihr braucht, was du brauchst, in jedem Moment, dann kannst du erst weitergeben, was der andere vielleicht gerade braucht. Anders funktioniert's nicht mehr. Ihr könnt nur geben, wenn ihr erfüllt seid. Und das ist es auch in all unseren Verbindungen, dass wir jetzt leben dürfen. In der Achtsamkeit erst einmal für unser Selbst, für unsere Liebe, für unsere Selbstliebe zu sorgen. Denn nur wenn ich erst einmal mit mir in Harmonie und Liebe bin, dann kann ich mit einem anderen Menschen diese Liebe leben. Vorher ist auch das nicht möglich. Und das wollte ich euch einfach nochmal vielleicht in euer Gewahrsein rufen, an euer Herz legen. Kümmert euch in höchstem Maße um euch selbst. Seht in euch hinein, emotional, mental und vor allem auch körperlich. Unterstützt euren Körper jetzt in höchstem Maße. Denn die Quelle der Liebe möchte in uns einziehen, in unserem Tempel wieder in großem Maße sich ausdehnen und einfach in jedem Moment in uns sein. Und das ist doch alles ganz, ganz wundervoll, auch wenn es herausfordernd ist. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag, eine wundervolle Woche. Wie immer grüße ich euch, Namaste, mit dem höchsten Licht in euch. Alles Liebe, eure Victoria Antaria.